Freunde, Ben und Patrick hier. Wir sind immer noch auf einem Dach. Ja, das ist quasi das Video, was dazwischen entstanden ist, vor dem, zwischen dem letzten Video. So ist richtig. Es geht um ja, geile Fotografie. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja, wir sind immer noch auf diesem Dach. Im letzten Video, da habt ihr es ja schon gesehen, da haben wir die blaue Stunde fotografiert. Und diese Zeit von Ankunft auf dem Dach bis zur blauen Stunde, die haben wir natürlich genutzt. Ja, wir haben in unser Equipment geguckt. Ja, hier seht ihr das. Das haben wir alles heute dabei. Und zufällig hatten wir Funkauslöser dabei. Ja, jeder von uns hatte noch einen Blitz dabei. Das würde ich auch euch empfehlen, wenn ihr zu zweit unterwegs seid. Jeder nimmt einen Blitz mit, habt ihr gleich zwei Blitze, Funkauslöser noch. Und das, ihr habt das perfekte Blitzequipment dabei. Und das haben wir hier auch aufgebaut. Ich zeige euch jetzt mal, was wir aufgebaut haben. Wir haben hier ja, einen ganz billigen Blitz, einen Metz Meca Blitz, habe ich bei eBay geschossen für 5,99 Euro. Das ist kein Spaß, wirklich. Da sind vier Batterien drin. Hier sind die Funkauslöser, hier ist einer. Jetzt kommen wir zum Frittenfett. Das wird jetzt vom Ton her ein bisschen geil. Oh, wie das riecht, du. Das riecht nur nach Pommes. Ohne Spaß, gäbe es Geruchvideo, ja, dann würdet ihr das auch riechen. Das riecht wirklich nur nach Pommes. Auf dieses Frittenfettteil, ja, haben wir das zweite Ding draufgestellt. Da ist jetzt diesmal ein Canon drauf. 430 Speedlight-Ding. Ist schon ein teures Teil. Ja, ist quasi der Lamborghini unter den Aufsteckblitzen. Hier auch der Auslöser dran, beziehungsweise der Empfänger. Und einfach, da wir kein zweites Lampenstativ haben, sondern nur eins hier, haben wir hier einfach ein normales kleines Hammer-Stativ genommen. Funktioniert auch optimal. Wir haben uns einfach selber porträtiert. Ja, wenn man kein Model dabei hat, dann müssen wir uns halt irgendwie selber fotografieren. Patrick, ich würde sagen, du stell dich mal dahin. Ja. Und jetzt nehme ich euch mit in quasi meine Perspektive aus Sicht der Kamera. Also hier, ja, werde ich jetzt gleich stehen. Ihr seht schon, der Himmel ist krass, ja, wenn ich das noch abblende, so wie später im Foto ist. Bam! So ein geiles Foto. Und wenn jetzt noch die Blitze dazu blitzen, machen wir mal kurz hier. Boah, das sieht richtig nice aus. Foto seht ihr jetzt? Hammergeil, oder? Hammergeil, kann ich dazu nur sagen. Ja, typisches Crosslight haben wir mal. Bleib mal kurz mal stehen. Dieser Blitz hier, ja, ich muss mal kurz hier den Display klappen, dieser Blitz hier, der zeigt direkt hier auf die Seite von Patrick, ist quasi das Streiflicht. Dieser Blitz hier hält von vorne nochmal auf. Da wir abgeblendet haben, wir sind hier ungefähr bei einer Blende 9, müssen wir ein bisschen von vorne aufhellen, ja, sonst ist es insgesamt zu dunkel. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Ja, das ist jetzt normal. Das hier ist ungefähr Blende 9. Und da seht ihr, da ist im Gesicht ja gar nichts mehr zu sehen. Deswegen brauchen wir von da auf jeden Fall einen Blitz, damit ein bisschen aufgehellt ist. Der andere Blitz ist quasi nur das Streiflicht. Und ja, ich mache jetzt Fotos. Danach macht Patrick von mir Fotos. Und die seht ihr jetzt im Anschluss. Geht doch mal zu zweit auf dem Dach, ja, das ist die Quintessenz von heute, fotografiert euch selbst und auch wenn man mal Zeit überbrücken muss, nutzt die sinnvoll, ja, wir hätten ja so eine Fotos nicht machen müssen, ja, aber hat Bock gemacht. Geht einfach mal raus, schaut euch die Umgebung an und dann, ja, lasst es auf euch wirken und dann macht einfach. Gar nicht über nachdenken, einfach machen und dann kommt eigentlich meistens irgendwas Cooles bei raus. Und du hast ja eigentlich auch immer einen Blitz dabei, oder? Ja, ich habe immer einen Blitz dabei, immer Funkauslöser. Irgendwie. Gehört in jedes gutes Equipment, genau. Ein Blitz, ja, mindestens. Ja, ja, ich persönlich habe drei Blitze, einen heute aber nur dabei und da Patrick auch einen dabei hat, perfekt, zwei Blitze. Genau. Freunde, checkt unsere Facebook-Seiten aus. Seine findet ihr jetzt in der Beschreibung, meine findet ihr unten in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.